Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft 2 Legacy of the Void. Im letzten Part haben wir auf der Tal'Darin Heimatwelt, kann man das so sagen, es sind ja auch Protoss. Aber nichtsdestotrotz auf ihrem Planeten die ganzen Bösen platt gemacht oder ganz Bösen, um unserem Bösen den Vorrang zu gewähren. Ich meine Fresse, war das ein schwachsinniger Satz. Aber spielt ja keine Rolle. So, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, ich hätte hier noch eine Zuweisung machen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich würde es begrüßen, wenn ihr mich nicht so anstarrt. Ich habe die Erinnerungen in meinen Gedanken durchlebt. Euer Volk, die Nerazim, wurden zu Ketzern erklärt. Und doch sehe ich in euch nicht das Böse, vor dem sich die Konklave so fürchtete. Ignoranz als auch Bosheit führten einst zur Trennung unserer Völker. Wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir uns gegenseitig als das erkennen, was wir wirklich sind. Als Protoss. So, danke fürs Reinreden. Wenn man hier kurz stehen bleibt, also es gibt auf jeden Fall noch Zuweisungen, machen wir gleich. Wenn man hier kurz stehen bleibt, dann passieren im Hintergrund echt lustige Geschichten. Ich habe vorher mal ganz kurz nicht hingeguckt, auf einmal stand da ein Koloss im Hintergrund und hat hier vorne alles abgescannt. Sah total abgefahren aus. Ich bin mir fast sicher, der kommt gleich wieder, aber ich würde sagen, das warten wir jetzt nicht ab. Sah auf jeden Fall verdammt lustig aus. So, dann machen wir mal hier die Zuweisung. Wenn man vom Teufel spricht, bei den Koloss können wir diese Zornbringer. Mann, die Räuber habe ich gesagt, auf die habe ich keinen Bock. Die finde ich nicht cool. Ich meine, die sind schon cool. Aber ich habe keinen Bock auf Spawnen von Schüssen. So. Die Zornbringer. Die schauen ähnlich den Kolossen aus. Können ebenfalls über Klippen steigen. Allerdings. Fügen die Gebäuden zusätzlichen Schaden zu. Kann während der Bewegung angreifen. Sind aber, behaupte ich mal, nicht ganz so stark. Kann Klippen hinauf und herabsteigen, greift einzelne Ziele an und fügt ihnen hohen Schaden zu. Fügt Gebäuden Bonusschaden zu, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Ist natürlich ein krasser Vorteil im Vergleich zu den Kolossen, weil die können keine Lufteinheiten angreifen. So, kann Klippen hinauf und heruntersteigen, Angriff ersetzen, den Boden in Brand und fügen gegnerischen Bodeneinheiten so Schaden zu. Die sind schon geil, ich würde aber nichtsdestotrotz sagen, lasst mal die Zornbringer zocken. Würde mich interessieren, wie gut oder schlecht die halt sind. Die machen halt nicht diesen Flächenschaden. Aber schauen trotzdem eigentlich ganz nice aus. Muss auf jeden Fall ausprobiert werden. So, hier können wir noch nichts. Ist noch nicht freigeschaltet. Somit ist das erledigt. Dann wird... Da, genau das meine ich, Leute. Auf einmal steht im Hintergrund ein Koloss. Echt abgefahren. Schmuggelt sich da einer ins Bild herein. Ja, dich meine ich, mein Kollege. So. Vorazun hat noch was zu erzählen, dann hören wir uns das doch auch noch geschwind an. Die Kette des Aufstiegs ist ungeheuerlich. Das gleiche dachten die Kalai einst über den Pfad der Schatten. Das könnt ihr nicht vergleichen. Unsere Gesellschaft beruht nicht auf... Ihre Kultur gründet auf einer festen Hierarchie. Diener und Meister. Ihre Mitglieder haben sich Amon verschrieben und müssen sich ihm immer wieder aufs Neue als würdig erweisen. Doch sie wurden belogen, Matriarchin. Wie wollt ihr sie ändern, wenn das alles ist, was sie jemals gekannt haben? Auch unsere Völker kannten einst nur Hass und Misstrauen einander gegenüber. Ja? Wir betrachteten eure Sitten als barbarisch. Und ihr hieltet die unsrigen für grausam. Mit den Tal'Darin verhält es sich ebenso. Wenn es uns gelingt, Amon zu vernichten und sein Verrat offenbar wird, dann wird ihre gesamte Gesellschaft sich fragen müssen, wer sie wirklich sind und wer sie sein wollen. Ja, ob das nicht nur Gutdenken ist, ich bin mir ja nicht sicher. So, Kriegsrat haben wir erledigt. Schauen wir mal in den Solarkern. Es gibt neue Gespräche und ich bin mir nicht sicher, ob wir da beim letzten Mal schon waren. Offensichtlich waren wir schon da. Was war das hier? Rekonstruktionsstrahl. Das hier, ach ja, genau. 5 Sekunden lang unverwundbar. Passive Fähigkeit. Die Speere Hadun repariert beschädigte mechanische Einheiten automatisch um 5 Trefferpunkte
unbeschädigte Gebäude um 10 Trefferpunkte pro Sekunde. Ja, ich denke, dass wir uns das dann holen werden. Wenn es dann mal so weit ist. Gut. Gespräch mit Karax noch offen? Karax, der Schlüsselstein, er... reagiert. Höchstwahrscheinlich auf leeren Energie auf der Planetenoberfläche. Ich habe das gleiche Phänomen bereits auf Ulna beobachtet. Das Terrazin muss direkt mit der Leere verbunden sein. Die Tal'Darim nennen es den Hauch der Schöpfung. Sie glauben, durch den Konsum von Terrazin direkt mit Amon sprechen zu können. Diese Annahme scheint mir etwas weit hergeholt, doch ich kann nicht abstreiten, dass sie durchaus plausibel ist. Die Beschaffenheit dieser Substanz lässt darauf schließen, dass sie nicht aus unserem Universum stammt. Vielleicht ist sie ihnen deshalb so heilig. Sie suchen nach Planeten mit reichhaltigen Terrazin-Vorkommen und verwandeln sie in Tempel für ihren Gott. Möglicherweise war es eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wenn der Schlüsselstein ähnlich auf Terrazin reagiert wie auf leeren Energie, dann kann ich damit eventuell die Kapazitätsgrenze des Artefakts testen. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wir müssen Vertrauen haben, dass das Blatt sich wendet. Mir wären konkrete Ergebnisse lieber, Hierarch. Amons Macht übersteigt selbst die der Königin der Klingen. Wir können uns keine Unsicherheiten leisten. Okay. Interessant. Wenn das Terrazin nicht aus dem Universum stammt, wie kann es dann reichhaltige Vorkommen davon geben? Gut, mit ihm haben wir schon gequatscht. Dann schauen wir uns die Missionen an. Die Dunkelheit schreit nach Malaschs Blut. Die Zeit meines Aufstiegs ist gekommen. Lass das Rakshir beginnen! Ja, machen wir. Ich bin gespannt, ob er stirbt. So, unterstützen Sie Alarak mit mindestens 25 Einheiten gleichzeitig. Und 3 Nexusse der Tal'Darin zerstören. Okidoki, das kriegen wir hin. Wenn nichts mit Zeit und so ein Scheißdreck ist, dann kriege ich das hin. Ja, bin gespannt, ob er den Kampf besteht. Weil der andere hat es ja wohl ziemlich drauf, wenn er unzählige Gegner schon besiegt hat. Und wenn er es schafft, ob er sich an seinen Deal hält. Da bin ich echt neugierig, Leute. Dieses Umdenken in der Bevölkerung, weiß ich nicht, ob das so schnell passieren wird. Was wir da gerade angesprochen haben, von wegen, ja, wenn sie sehen, dass sie belogen wurden, bla bla bla. Fanatiker gibt es immer. Daher hege ich da fast Zweifel, dass die da sofort sagen, oh ja, ihr hattet ja recht, wir waren auf dem Holzweg und bla bla bla. Wie gesagt, glaube ich nicht. Wäre cool gewesen, wenn die sich uns anschließen würden, tun sie aber mit Sicherheit nicht. So. Das Rakshir-Ritual hat begonnen. Von diesem Moment an darf nur Alarak Malash direkt angreifen und umgekehrt. Einer der beiden muss die Oberhand gewinnen und den anderen bis zur Opfergrube zurückdrängen. Dort wird der Sieger als neuer Anführer der Tal'Darin gefeiert und das Leben des Verlierers ist verwirkt. Sie scheinen einander ebenbürtig zu sein. In der Tat. Ich habe aber in Erfahrung gebracht, dass die Duellanten von ihren Getreuen psionisch unterstützt werden können. Unsere Truppen werden Alarak zur Seite stehen können. Doch ebenso können die Tal'Darin Malash unterstützen. Ich werde unsere Streitkräfte vorbereiten. Malash ist zu allem bereit, um an der Macht zu bleiben. Wir müssen es ebenfalls sein. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. So. Die Tal'Darin werden in Kürze Truppen schicken, um Malash zu unterstützen. Wir sollten dafür sorgen, dass Alarak hinreichend Verstärkung hat. Die Tal'Darin verstärken Malash psionisch. Alarak wird die Hilfe unserer Krieger ebenfalls benötigen. Ja, dann schicken wir sie doch hin. Dann schicken wir sie doch hin. Ich finde das jetzt ein bisschen uncool, dass ich meine Basis hier unbeschützt lasse, aber ab und an. Ja, eure psionische Macht erfüllt mich. Vorwärts, Sklaven! Tötet alle, die Malash unterstützen! Ihr solltet nicht vergessen, dass ich diese Krieger befehlige, Alarak. Nicht ihr! Genau so ist es. Vergiss das mal nicht, mein Freund.
Hier haben wir einen Eingang. Hier haben wir einen Eingang. Du darfst hier auf jeden Fall erstmal einen Pylon hinstellen. Dann darfst du schon mal hier hincruisen. Oh, ich glaube, die kriegen hier Support. Ja, kriegen sie. Hierarch, ich verstehe nicht, wie das möglich ist, aber meine Sensoren registrieren bei Vertretern der einheimischen Fauna eine hohe Konzentration von Solarit. Wir sollten dem nachgehen. Ich denke jedoch, dass wir Alarak besser nichts von unserem kleinen Exkurs erzählen. Gute Idee. Ja, mein Hierarch. So, dann bauen wir mal so ein Dingens hier. Am besten bauen wir davon gleich drei oder so. Dann haben wir die da zum Hinspawnern. Es wäre weise, hier einen zweiten Nexus zu errichten. Finde ich auch. So. Läuft, Leute, läuft. Gut, dann brauchen wir noch Assimilatoren. Wie schaut es mit Alarak aus? Der kriegt Support hier. Dann mounten wir den mal. Und schauen mal ganz kurz in die Basis, dass wir hier auch ein bisschen Support kriegen. Und zwar... einen... und weil es so lustig ist, noch einer. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So. Und jetzt können wir hier mal ein bisschen Ärger machen. Perfekt, Leute. Läuft. Aber wenn das so weitergeht, dann ist das hier alles kein Problem. Gut, 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 gut. Machen wir hier ein Upgrade drauf. Du baust mir hier eine Kanone hin. Und hier eine hin. Und hier eine. Dann hätte ich gern hier noch eine Schildbatterie. So. Warten wir kurz, weil hier das Laserich weg. Das ist so mein Ziel. Was haben wir hier? Irgendwas ist hier. Ja, das sind die Solarit-Dinger, das ist mir schon klar. Aber ich habe noch keinen Plan, wie ich drankommen soll. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Mineralien. Und hier können wir jetzt auf jeden Fall mal lasern. Läuft, Leute, läuft. Okay. Kommt zurück. Gehen wir erstmal auf das Ding hier. So. Dann holen wir uns noch ein paar Hetzer. Gut. So, dann würde ich gern hier so einen Tempel haben. Ich wage zu bezweifeln, dass eine Kanone reichen wird. Du darfst wieder in den Ursprungsmodus gehen. So. Ihr bleibt jetzt erstmal ganz kurz hier. Streitkräfte der Taldarin bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Brüder, greift die Erstgeborenen frontal an! Ja, das habe ich befürchtet.
Das habe ich fast befürchtet. Im Zweifelsfall kann ich die zurückholen. So. Was soll's? Hilft ja nichts. Perfekt. Das lief doch ganz gut. Wo bezieht der jetzt seine Kraft her? Ah, hier sind noch Türme. Okay. Oh, Leute. Uncool. Uncool, uncool, uncool. Sehr, sehr uncool. Unser Kampf neigt sich dem Ende zu, Malash. Bald werden alle von eurem schmählichen Verrat erfahren. Okay, hier sind auf jeden Fall noch... Sagt schon. Ich spüre Hybriden. Sie kommen Malash zu Hilfe. Amons Vorboten schließen sich unserem Kampf an. Kämpft tapfer, meine Krieger, dann sollt auch ihr zu Hybriden werden. Oho, ihr lügt mit solcher Überzeugung, dass es schon fast bewundernswert ist. Okay, jetzt kriege ich eine auf den Sack. Jetzt kriege ich gewaltig eine auf den Sack. Mit ewiger Entschlossenheit. So sei es. Okay, läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, läuft überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut. Gut, 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 gut. Ich soll mich auch aus dem Schatten. Clever. Ich füge mich. Was ist denn hier? Wir befinden uns im Kampf. Faszinierend. Okay, er treibt ihn wieder zurück. Mit zurücktreiben kann ich leben. So. Ich werde nicht länger auf meine Wache warten. Schickt mir eure Truppen. Ich bin lediglich ein Schatten. Okay. So, wir brauchen einen neuen Plan. Das ging nämlich zu flott, als dass es hätte gut gehen können. Gut. Aber ich denke, ein bisschen Zeit haben wir gut gemacht. Ich brauche mehr Macht. Das war ja klar, dass du wieder nicht alleine zurechtkommst. Was macht ihr da mit mir? So. Gehen wir mal hier hin zum Supporten. Ja, der ist tot. Gut. Dann, wie schaut's aus? Kriegen die das hier hin? Weil zum Enttarnen dürfte ja nichts hier haben. Wie gesagt, zum Enttarnen dürfte er nichts hier haben. Und das dürfte jetzt momentan gerade mein Vorteil sein. So, ihr dürft ausgebaut werden. Du ebenfalls. Okay. Ich hoffe, das kriegen meine Türme hin, ansonsten muss ich hier mal lasern. Aber schaut eigentlich ganz gut aus. So. Und mal ganz kurz im Eingang auch.
So. Ja, du bist ziemlich tot, behaupte ich. Gut. Dann brauche ich für den Spaß fast Lufteinheiten, oder sehe ich das falsch? Bauen wir ein sowas hin. Dann das. Noch ein paar solche. Okay, jetzt haben wir tatsächlich Probleme mit Wispingas. Gut. Ich nehme mehr Hybriden wahr, die sich nähern. Haltet euch bereit. Ich bin die Klinge der Nerazim. So Leute, ich würde aber sagen, ich will auf jeden Fall diese Solarit-Geschichte da haben. Darum werden wir das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich brauche dafür offensichtlich Lufteinheiten. Und die Nexusse, von dem würde ich auch sehr gern kaputt machen. Aber wie gesagt, dafür muss ich mir noch ein bisschen besser aufbauen. Und die Länge des Parts reicht mittlerweile auch schon aus. Darum würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Machen bald weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.